Weißt du, was solche Persönlichkeiten wie Bill Gates oder Elon Musk und du gemeinsam haben? Nur wenn du in deinen Terminkalender guckst, wirst du feststellen, dass du 24 Stunden Zeit am Tag hast und das 7-mal in der Woche und das insgesamt 52 Mal im Jahr, mal Anzahl deiner Lebensjahre. Und das Gleiche hat Elon Musk ganz genau wie auch Bill Gates. Das bedeutet unterm Strich, das wichtigste Kapital, nämlich Zeit, hast du genauso wie alle anderen erfolgreichen und erfolglosen Persönlichkeiten genauso. Die Frage scheint also nur zu sein, wie setzt du deine Zeit sinnvoll ein? Und genau darum geht es auch in dieser Serie, nämlich die 12 größten Fehler im Zeitmanagement. Ich selbst habe viele tausend Menschen begleitet im Rahmen ihrer Gründung, im Rahmen ihrer selbstständigen Tätigkeit. Und sehr oft war es auch das Thema, die Zeit besser zu managen, zu organisieren, zu gestalten. Und daher kann ich dir nicht nur aus der Beobachtung von vielen anderen, sondern auch aus meiner eigenen Beobachtung einige hilfreiche Tipps geben. Insgesamt 12 große Themen, 12 große Fehler werden wir hier Stück für Stück einzeln sondieren, beobachten, analysieren und bewerten. Und ich werde dir auch Hilfe geben, Methoden an die Hand geben, mit denen du nicht mehr zu den Menschen gehörst, die diese Fehler machen. Fangen wir gleich mit dem ersten großen Fehler an, den tatsächlich fast alle, ich schätze so 9 von 10 Leuten, machen. Nämlich die Frage nach dem Medium. Wo genau verwaltest du, wo genau organisierst du deine Zeit, wo gestaltest du deine Zeit, wo beschützt du deine Zeit? Meine Beobachtung ist, dass die meisten Menschen auf eine einfache, auf eine bequeme Art und Weise und Lösung ihrer Zeitverwaltung zurückgreifen. Entweder nutzen sie den kleinen Kalender ihres Smartphones oder sie nutzen den Google- oder Outlook-Kalender oder irgendein anderes elektronisches Hilfsmittel. Das Problem an diesen elektronischen Hilfsmitteln ist, dass wenn das Laptop, wenn der PC, wenn dein Smartphone aus ist, dass du dann nicht mehr tatsächlich an deine Aufgaben, an deine Zeitfenster wirklich erinnert wirst. Aber es gibt viel mehr Nachteile bei der digitalen Gestaltung deiner Zeitverwaltung. Ich habe es zum Beispiel erlebt durch Synchronisation der verschiedenen Kalender, dass all meine Einträge und spreche von Hunderten oder Serien bis Tausenden in die Zukunft für die nächsten 3 Jahre entweder sich komplett verdoppelt oder vervierfacht haben oder einfach verschwunden sind, ohne dass es mir aufgefallen ist. Der zweite große Nachteil bei digitalen Zeitmanagementsystemen, dass sie nur funktionieren, wenn du auch Strom hast. Ich will zwar nicht den nächsten Blackout hier herbeiführen, aber vielleicht hast du schon erlebt, dass dein Laptop oder dein Smartphone schwach bei Akku war. In dem Moment hat sich deine Zeitplanung vollständig erledigt. Weiterhin habe ich bei digitalen Wettbewerben mit meinen Geschäftspartnern und Freunden, die ich kennengelernt habe, festgestellt, dass sie wesentlich länger brauchen, wenn sie 3 freie Terminzeitfenster suchen sollen. Während ich dessen also in dem physischen, in dem Papierkalender schon nach wenigen Sekunden die 3, 4 Termine sichtbar gemacht hatte und zur Verfügung stellen könnte als Angebot, waren meine Geschäftsfreunde noch am Scrollen. Und dann mussten sie die kleinen Tage aufmachen und gucken, wo tatsächlich noch ein Terminfenster ist. Das bedeutet also, bei der Zeitplanung, bei der Terminvereinbarung bist du mit einem Papierkalender meines Erachtens mindestens doppelt so schnell als deine Kollegen im digitalen Bereich. Aber kommen wir nun zum Hauptvorteil, den ein Papierkalender, ein althergebrachter analoger Kalender mit sich bringt, ist nicht nur die Tatsache, dass du die gesamte Woche im großen Überblick siehst. Das heißt, du kommst in eine sogenannte Adlerperspektive. Du kannst also von oben auf deine Woche gucken und diese gestalten, überprüfen, schnelle Termine vergeben und vor allen Dingen auch schnell etwas wiederfinden. Der nächste Vorteil ist, dass dieses manuelle Eintragen eine ganz andere Musterprägung in deinem Gehirn hinterlässt, als wenn du das einfach eintippst und vielleicht nur mit einem Zeigefinger dort deine Daten eingibst. Ich glaube persönlich auch, dass es schneller geht, einen Termin, eine Aufgabe in den Kalender einzutragen, als auf der digitalen Art und Weise. Das bedeutet also, immer wenn du manuell deine Termine einträgst, kann es sein, dass die Speicherung deines Termins im Unterbewusstsein stärker verortet ist, als wenn du es digital machst. Das bedeutet also, dass sich deine Zeitplanung, deine Zukunftsplanung besser in dein Gehirn einprägt als die digitale Art und Weise. Probier das einfach aus. Aber es gibt noch einen weiteren großen Vorteil, zu dem ich dich ermutigen möchte, einen großen DIN A4 Papierkalender zu nutzen, nämlich dass du nicht nur Termine mit Menschen machst.
Die meisten Unternehmer, Gründer, Menschen, Führungskräfte, die ich kennengelernt habe, die digital arbeiten, machen maximal Termine mit anderen Menschen. Was sie häufig gar nicht machen, weil es dann zu unübersichtlich wird in ihren kleinen Kalendern digitaler Art, ist Termine auch mit sich selbst zu machen oder mit wichtigen Familienangehörigen, mit Freunden oder, was fast immer vergessen wird, Termine mit Aufgaben zu machen. Gerade wenn du selbstständig bist, bist du dein eigener Chef. Und ob du die Sachen erledigst oder nicht, das überwacht keiner mehr. Aber wenn du dir angewöhnst, in einem Papierkalender auch die Aufgaben einzutragen und damit sicherstellst, dass dieses Zeitfenster wirklich geschützt bleibt, und wenn du dann vor deinem Kalender sitzt, der vielleicht immer aufgeschlagen in deinem Arbeitsplatz stehst, dann weißt du auch, was als nächstes dran ist. Kommen wir zum letzten großen Vorteil deines Papierkalenders. Nämlich, wenn du in eine Betriebsprüfung kommst oder wenn du in einen gerichtlichen Konflikt mit anderen Menschen kommst. Ich habe die letzten 20 Jahre für jedes Wirtschaftsjahr, für jedes Kalenderjahr meine Kalender im Regal zu stehen. Und zwar steht dort ganz genau über 7 Tage im Wochenformat, also im großen DIN A4 Format, wann ich mich mit welcher Person getroffen habe. Also wird das automatisch mein Fahrtenbuch auf der einen Seite abbilden. Auf der anderen Seite ist das auch ein Beweisdokument dafür, dass ich mich mit Menschen getroffen habe, wann ich welche Termine durchgeführt habe und tatsächlich, wann ich wen angerufen habe oder welche Aufgaben ich erledigt habe. Du hast also ein wesentlich belastbares Protokoll, das dann auch in Konfliktsituationen für dich als Beweismittel dienlich sein kann. Morgen geht es weiter mit dem zweiten großen Fehler, den viele beim Zeitmanagement machen. Sei auch du dabei, abonniere den Kanal, betätige die Glocke, dann wirst du benachrichtigt. Ich wünsche dir viel Erfolg nun bei der Entscheidung, welches Medium du tatsächlich auswählst. Ich empfehle dir einen Chefkalender mit 7 Tagen, wo Samstag und Sonntag auch separat aufgelistet sind auf Papier.